Wenn es darum geht, Lego-Sets anzusammeln, dann bin ich schon ziemlich gut. Ich weiß auch, was ich ungefähr habe, aber wenn es darum geht, das Ganze zu organisieren, habe ich keine Ahnung. Aber das ändert sich jetzt. Mit dem Brickbook kannst du deine Lego-Sammlung ganz übersichtlich sortieren und bekommst das Ganze dann sogar noch mit schicken Diagrammen ausgewertet. Hast alle Informationen, die du brauchst, direkt auf einen Blick. Und das Beste daran, du brauchst keinerlei Excel-Kenntnisse und du musst auch nichts dafür bezahlen, das stelle ich dir kostenlos zur Verfügung. Ich zeige dir jetzt erst, was das Brickbook alles kann und anschließend, wie du das ganz einfach für deine Sammlung startest. Los geht's! Wir fangen hier direkt auf dem Homescreen an. Da sehen wir hier erstmal den ersten Kasten. Da sehen wir die ganz grobe Zusammenfassung deiner Sammlung. Wir sehen jetzt hier, ich habe schon mal ein paar Daten eingegeben. Ich habe 42 Sets hier eingegeben, die zusammen 1727 Euro wert sind. Zumindest das, was ich an Wert eingetragen habe. Dann, wie viele davon noch neu in Original verpackt sind und wie viele davon noch mit Karton und Bauanleitung vorhanden sind. Dann siehst du hier rechts einen ganz interessanten Graphen, wo du siehst, welche Themen du denn in deiner Sammlung hast. Wir sehen hier, ich habe ganz viel Verschiedenes. Erstmal zum Beispiel 33% Star Wars, dann 31% Marvel Superheroes und noch ganz viele kleinere andere Themen. Das finde ich sehr spannend, gerade weil man dann sehen kann, wo man jetzt sehr viele Sets hat und wo man weniger Sets hat. Dann siehst du hier den Button Neues Set eingeben. Das hast du ja auch schon wahrscheinlich im Intro gesehen. Dort öffnet sich dann das Textfenster, mit dem du ein neues Set in deine Sammlung aufnehmen kannst, wenn du zum Beispiel mal wieder im Lego Store einkaufen warst oder sowas. Kommen wir hier zur zweiten Seite. Die ist nochmal etwas aussagekräftiger. Da sehen wir dann einmal hier die Wertverteilung deiner Sammlung. Das ist dann nicht mehr auf die Anzahl bezogen, sondern es ist auf den Gesamtpreis, den dieses Thema wert ist. Wir sehen zum Beispiel, Star Wars hat 22% Wert meiner Sammlung. Marvel Superheroes hat 19%. Außerdem sehen wir dann hier unten den Zustand der Sets, eine Übersicht. Wir sehen, ganz wenige sind im schlechten Zustand. Die meisten sind gebraucht, ein paar sehr gute und noch ein paar, die neu und original verpackt sind. Hier sehen wir dann noch eine Übersicht, was denn bei mir das teuerste Set ist. Das ist hier die Ewok Village. Dann das billigste Set ist das Karussell für 0 Euro. Das ist war so eine kleine Store-Beigabe für 0 Euro. Und das größte Themengebiet ist Lego Star Wars mit 14 Sets. Und hier unten sehen wir dann noch einen Graphen darüber, wie viele Sets mit Anleitung und Originalkarton dabei sind. Da sehen wir kein Set, wo nur der Originalkarton vorhanden sind. Ganz viele Sets, circa so 18 Stück, wo die Anleitung noch vorhanden sind. Und ungefähr 23 Sets, wo Anleitung und Karton vorhanden sind. Und dann die Excel-Tabelle, die du nicht mal selber händisch eintragen musst, siehst du hier. Das sind alle Sets, die ich jetzt hier schon eingetragen habe. Und ich habe keins davon selber hier irgendwie unten reingeschrieben. Wie befüllt man so eine unglaublich lange Tabelle ohne dieses nervige von Zelle zu Zelle hüpfen? Du klickst hier auf Neues Set eingeben und zack, öffnet sich dieses Eingabefenster mit sehr anschaulichen Spalten, die du hier einfach nur befüllen musst. Wir sehen jetzt hier oben zum Beispiel die Spalte Thema. Wir wollen jetzt zum Beispiel gerne mal ein Star Wars Set eingeben. Also geben wir STAR und dann sehen wir schon, da wird Star Wars vorgeschlagen. Jetzt drückst du einfach die Tab-Taste und zack, siehst du bist in der nächsten Spalte und bei dem Thema steht Star Wars. Wenn du jetzt gerne noch ein anderes Thema auswählen möchtest, klickst du einfach hier und dann siehst du dort alle Themen, die verfügbar sind.
Wenn du jetzt hier ein Thema nicht findest, dann nimmst du einfach anderes. Weil das sind dann kleine Randthemen und die würden dann hier die komplette Grafik sprengen. Von daher nimmst du da einfach anderes, wenn du das Thema nicht finden solltest. Die großen Themen sind aber alle vorhanden. Anschließend kommst du zum Namen, da kannst du dir dann selber irgendwas ausdenken. Möchte ich jetzt gerne den ATTE eingeben. Die Nummer, der hat die 7675. Ich klicke immer mit der Tab-Taste weiter und dann den Preis. Da kannst du eingeben, was du dafür bezahlt hast. Ich habe damals 60 € auf dem Flohmarkt bezahlt. Klickst du wieder auf die Tab-Taste, siehst du hier, dass du eintragen kannst, ob die Bauanleitung dabei ist. Und dann bei der Verpackung, die habe ich schon, deshalb schreibe ich hier Ja hin. Und bei der Anzahl kannst du natürlich auswählen. Ich habe jetzt davon nur eins. Und hier beim Zustand, da gibt es vier Kategorien, in die du das einordnen kannst. Einmal schlecht, gebraucht, sehr gut und neu und original verpackt. Meins ist jetzt relativ gebraucht, auch ein bisschen eingestaubt, deswegen schreibe ich mal gebraucht hin. Und bei Bemerkungen schreibe ich jetzt noch dazu, dass bei mir Ahsoka Tano fehlt. Die Minifigur. Bei den Bemerkungen kannst du alles Mögliche hinschreiben. Anschließend drückst du hier auf Z speichern. Und wenn wir das dann schließen und hier unten mal gucken, sehen wir hier, ist eingetragen Star Wars ATTE 7675 60 €. Und wenn wir dann hier auf die Grafik gucken, sehen wir, dass wir jetzt hier ein Set haben, wo nur die Originalverpackung dabei ist. Also wurde unser ATTE gezählt. Auch die Anzahl der Sets bei Star Wars hat sich um 1 erhöht. Was du außerdem noch machen kannst, wenn du jetzt deine Lego-Sammlung nur nach bestimmten Themen sortieren möchtest, kannst du zum Beispiel hier oben draufklicken auf den Pfeil nach unten. Dann klickst du auf Alles auswählen aus und suchst dir jetzt hier ein Thema raus. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Star Wars, drücken OK und zack, siehst du, hier werden nur noch die Sets, die von Star Wars dabei sind, angezeigt. So, jetzt möchte ich dir gerne noch zeigen, wie du das bei dir zu Hause aufsetzt. Dafür gehst du einfach in deinen Internet Explorer, gehst hier oben in die Suchzeile und drückst dort www.brickstory.de. Dann drückst du Enter. Dann kommst du hier auf diese Webseite, drückst auf Brickbook und scrollst ganz nach unten runter. Da siehst du auch noch eine ausführliche Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Klickst auf kostenloser Download hier. Kannst dann das Ganze öffnen. Dann kommst du hier in ein Fenster bei dir auf dem Computer. Kannst du dann hier draufklicken auf den Ordner und siehst dann hier die Excel-Datei. Die musst du natürlich öffnen. Und dann siehst du dieses schöne Fenster hier. Das ist jetzt zurzeit noch leer, weil du natürlich noch keine Sets eingetragen hast. Das ist ja klar. Du musst jetzt hier oben noch Bearbeitung aktivieren klicken, damit du das selber bei dir zu Hause bearbeiten kannst. Außerdem musst du dann hier die Makros aktivieren. Mit dem Makros, das kann ich dir auch kurz erklären, wird nur gesteuert, dass du hier mit dem Eingabefenster die Sets eingeben kannst. Klickst du auf Inhalt aktivieren. Und jetzt kannst du das Brickbook benutzen. Wenn du jetzt das erste Set eingibst, drückst du hier auf Neues Set eingeben, kommst hier zu dem Eingabefenster und kannst, wie ich es dir gerade eben gezeigt habe, ganz einfach hier mit Thema, Name, Nummer, Preis etc. dein Set in deine Sammlung aufnehmen. So, das war's soweit zum Brickbook. Ich hoffe, ich kann dir viel Arbeit damit ersparen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das auszutüfteln. Ich habe da mehrere Monate für gebraucht, um diese ganzen Excel-Formeln zu lernen für das Makro. Schreib mir gerne, wenn du noch Verbesserungsvorschläge hast, dann werde ich das natürlich sehr gerne anpassen und schreib mir jegliches Feedback unten in die Kommentare. Jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit deinem neuen Organisationstool. Einen schönen Tag und bis dahin, ciao.